Hallo und herzlich willkommen zu The Way of Business. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast. Thomas Dösch möchte uns erzählen, was er genau macht. Ich bin sehr froh, ihn als meinen Gast begrüßen zu dürfen und sage erstmal Hallo. Hallo Fadi, grüß dich. Ich würde erstmal mit der Frage anfangen, die den Menschen einen kleinen Einblick gibt, wer du bist. Und zwar stell dir einfach mal vor, wir wären in Amerika in einem der größten Gebäude. Und wir würden vom ersten Stock in den letzten Stock hochfahren. Wir hatten also 2 bis 3 Minuten ungefähr, um uns kurz zu unterhalten und dass du bist und was du machst. Wie würdest du das in der Zeit machen? Also von meinem Business aus würde ich anfangen. Ich bin ja generell eigentlich Trainer für Leute, die vor anderen Menschen stehen müssen und sich präsentieren müssen. Und viele Menschen fällt es einfach schwer, vor anderen Menschen zu stehen und zu sprechen. Egal, ob sie jetzt einen Vortrag halten müssen, eine Ausbildung halten müssen, einfach Informationen vermitteln müssen. So, und ich habe mir mal die Frage gestellt, warum eigentlich? Und dabei bin ich halt eben darauf gestoßen, dass das, was wir lernen, wie wir uns präsentieren, von Lehrgängen aus, von Ausbildungen aus, immer recht faktisch basiert ist. Was aber so der wirkliche Unterschied macht von Menschen, die Informationen transportieren, die dann eine gewisse Zeit halten, so ein halbes Jahr oder bis zur nächsten Klausur, so den Menschen, die uns Wissen vermitteln, das uns im Gedächtnis bleibt. Der Stoff oder die Informationen im Gedächtnis bleiben, sondern auch die Person an sich. Ich denke, jeder hatte diesen einen Ausbilder, diesen einen Mentor, diesen einen Lehrer, an den man sich heute noch erinnert und bei dem man zuhören musste, auch wenn das Thema noch so langweilig war, aber du konntest einfach nicht anders als den Menschen zu folgen. Und das sind waren die Menschen, die ihre Leidenschaft und ihre Emotionalität, was ich jetzt im Endeffekt mache, ist, jeder hat einen bestimmten Punkt der Leidenschaft. Jeder hat seinen Punkt der Emotionalität, warum er das tut, was er tut. Und das in den Menschen zu wecken und aus Hintensitzern vorne Steher zu machen. So, das ist einfach meine Passion. Das ist das, was ich tue und was ich liebe. Sehr, sehr schön. Thomas, du hast dir eine Branche rausgesucht oder eine Nische rausgesucht, bei der es sehr wichtig ist, dass man Selbstbewusstsein hat. Du vermittelst den Leuten Selbstbewusstsein, du möchtest, dass die Leute sich öffnen und dementsprechend müssen sie erstmal von sich selbst überzeugt sein. Hat es irgendwelche Ereignisse in deiner Vergangenheit gegeben, wo dich vielleicht angegriffen haben in deinem Selbstbild oder wo du sagst, ja, das hat mich dazu gebracht, überhaupt anfangen zu wollen, selbstbewusster zu werden? Das ist relativ schwierig. Also ohne groß in die Tiefe zu gehen, muss ich dir erstmal sagen, dass ich alles andere als eine behütete Kindheit hatte. Also es gab da verschiedene Tiefen, die einen nicht so tief, die anderen richtig tief. Und ich habe mir jahrelang Gedanken gemacht, warum sowas eigentlich passiert. Sondern warum Menschen so ticken, wie sie ticken, mal ganz einfach gesagt. Und ich habe dann auch durch einen guten Freund immer mehr dazu gelernt, zu verstehen, wie unser Hirn eigentlich funktioniert. Ja, warum kommen gute Nachrichten nicht so gut an wie schlechte? Ja, warum konsumieren wir primär das oder klicken wir auf irgendwelche Nachrichtenbuttons, die uns negatives Gefühl und Angstzustände auslösen in uns hervorrufen? Ich habe festgestellt, dass genau dieser Punkt, also warum das passiert und erstmal auch, dass es passiert, ein wesentlicher Faktor ist, der uns in so vielen Sachen hemmt. Ob es das Ansprechen von Frauen ist, ob es Beziehungen sind, ob es Verkaufen ist, ob es vor Menschen vorne stehen und reden ist, ob es der Weg ist, den wir in unserem Business gehen, die Entscheidungen, die wir in unserem Business treffen. Basiert auf Emotionen. Unsere Entscheidungen werden mehr von Emotionen gesteuert als von irgendwelchen faktischen Sachen. Und gerade das ist der Punkt, an dem wir ansetzen oder an dem ich halt immer ansetzen möchte. Denn so viele Entscheidungen, die wir treffen, so viel Negatives, was auf uns einprasselt, so diese ganzen negativen Zustände um uns herum, die wir ständig konsumieren. Ne? Gerade jetzt noch, es ist noch leichter, wir haben die Zeit von Corona. Es ist die Welle an schlechten Nachrichten. Wir sitzen uns vor den Fernseher und gucken die Corona-Nachrichten. Danach gehen wir in unsere Facebook-Gruppen und schauen, wo hat der eine oder andere schon wieder keine Maske aufgehabt. Ja, oder wo hat der eine den anderen wieder angepöbelt. Und dann gehen die beiden Lager aufeinander los und
keiner versucht auch den anderen zu verstehen und hackt erstmal wirklich maximal auf sein Gegenüber ein. Und was ich Grundsatz genommen habe, ist, dass du dieses Selbstbewusstsein, wenn du diesen Stand des Selbstbewusstseins hast, dann kannst du auch wirklich diesen einen Schritt zurücktreten und sagen, hey, ich habe meine Meinung, ja, meine Meinung ist bei mir auch gefestigt, aber ich habe auch den Respekt vor meinem Gegenüber, ich habe den Respekt vor einer anderen Meinung. Also Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein ist auch ein wesentlicher Faktor für, wie wir miteinander umgehen. Ich rede nicht von Überheblichkeit, das muss man ganz klar differenzieren, oder Arroganz, sondern wirklich von Selbstsicherheit, sein Standing zu haben und dann halt dementsprechend auch dem anderen sein Standing zu gewähren. Das ist ein wesentlicher Punkt. Sehr, sehr interessant. Du hast mir vorhin schon gesagt, dass es für dich ganz wichtig ist, dass du eine gewisse Disziplin mit reinbringst, oder so habe ich das rausgehört. Jetzt musst du ja einmal deine Disziplin reinbringen, um dein eigenes Business voranzubringen, und gleichzeitig trainierst du ja Menschen. Das bedeutet, du müsstest auch der Coach dafür sein, dass andere Leute Disziplin mitnehmen und Disziplin erlernen. Wie machst du das für dich und wie gibst du das an andere Leute weiter? Weil es ist mit Abstand das Schwierigste oder die Hürde, die Menschen zweifeln lässt oder vielleicht sogar ruiniert am Ende, und du handelst das für dich und gleichzeitig für andere Leute. Wie bringst du diese Disziplin auf für alle diese Menschen? Also in Bezug auf mich kann ich sagen, ich bin so ein bisschen vorgeschädigt natürlich, in Anführungsstrichen vorgeschädigt, denn ich war jetzt über 11 Jahre lang Soldat. So, und da bringst du natürlich, ich glaube, Disziplin und Soldat, das muss ich nicht weiter erklären, ich glaube, das ist klar, dass du da das natürlich zum einen mitkriegst, auch von externer, aber das Wichtige und was du auch meintest, ist ja diese Disziplin. Das kommt auch von der Motivation aus. Bei mir hat es irgendwann mal so im jugendlichen Alter Klick gemacht und ich habe für mich festgestellt, hey, ich möchte U-Boot-Fahrer werden. Das war mein absolutes Highlife. Ich habe mich darüber belesen und Dokus geguckt, mir Filme angesehen, und U-Boot-Fahren war für mich das Nonplusultra. So, das hatte ich so mit 15, 16 so. Und von daher war Schule oder Anstrengen für die Schule, Lernen für Klausuren, kein Thema. Warum das so war, das habe ich aber natürlich erst später verstanden. Ich hatte ein Ziel. Und das ist der wichtigste Punkt, wenn es um Disziplin geht. Viele, viele Leute, die ein Business großziehen oder in einem Job tätig sind, haben ja, das heißt viele, alle haben ja irgendeine Begründung dafür. Und ich habe das mal so aufgegliedert in so die faktische Ebene oder die emotionale Ebene. Diese faktischen Gründe oder die schlimmsten Gründe daraus sind, der Vater hat es schon gemacht, ne, es war halt gerade nichts anderes da, oder der schlimmste Grund von allen, Geld. Geld ist der schlimmste Grund, warum du einen Beruf wählen kannst. Dann wirst du es einfach nicht bringen, oder in den wenigsten Fällen wirst du es bringen. So, der wichtigste Punkt, der Hauptgrund, warum ich das tue, was ich tue, ist eben Leidenschaft und Emotion. Das ist, weil ich ein Ziel habe. Und wenn ich ein Ziel habe, für das ich absolut begeistert bin, dann kann ich nicht morgens um 10 oder 11 Uhr noch im Bett liegen. Ja? Wenn ich ein Ziel habe, eine Vision, ich bin ein Feuer der Begeisterung. Und dieses Feuer der Begeisterung, das hilft mir auch, größte Ziele zu erreichen. Und wenn ich das liebe, was ich tue, dann ist es mir egal, ob es Montag oder Donnerstag oder Freitag ist, weil ich dann dafür brenne, weil ich dem nachgehe, was meiner Leidenschaft entspricht. So, und wenn ich auf diesem Punkt bin, dieses Standing gefunden habe, dann ist Disziplin für mich auch gar kein Thema mehr. Sehr, sehr interessant. Thomas, du hast eine Branche gewählt, wo du vorher erstmal diszipliniert worden bist als Soldat. Hast dir dann eine Branche gewählt, wo du Leute disziplinierst und trainierst. Und jetzt sagst du mir auch noch, dass diese Leute eine gewisse Vorstellung haben und ein gewisses Ziel brauchen. Aber das ist doch immer so weit hergeholt, sage ich mal. Ich
als normaler Mensch, der nicht, der alltäglich in seinem Job geht, sieht ja immer dieses Ziel nicht. Ich sehe ja immer nur den einzelnen Tag. Ich gehe in die Arbeit, ich absolviere meinen Tag und am Ende des Tages sage ich, ich bin zufrieden, ich kann essen und trinken und ich gehe nach Hause und fange meinen nächsten Tag mit dem gleichen Rhythmus an. Aber wie komme ich aus dieser Spirale? Wie komme ich denn daraus, dass ich sage, ich finde mein Ziel, ich finde meine Motivation, ich finde das, was ich wirklich will, weil ich einfach nicht mehr zufrieden bin oder noch gar nicht merke, dass ich unzufrieden bin. Wie finde ich für mich dieses Ziel? Das passt richtig gut zu einer Story, die ich heute Morgen erstmal auf Instagram rausgehauen habe. Da habe ich immer so Gedanken switcht. Das ist einfach nur so ein Satz, in dem man einfach mal ein bisschen so einen anderen Blickwinkel ein. Und mein Satz des heutigen Tages war, wir sind nicht auf dieser Welt, um durchschnittlich zu sein. Jetzt ist die Frage, was möchtest du? Wenn dein oberstes Ziel ist, ich gehe jeden Tag zur Arbeit, verdiene jeden Tag, bin jeden Montag einfach nur schlecht gelaunt, weil es Montag ist und freue mich jeden Montag schon wieder auf den Freitag. Auf den Freitag bin ich dann erstmal relativ happy, weil ich um 12 oder 13 Uhr nach Hause gehen kann oder je nachdem. Und am Samstag ist schon wieder schlechte Laune, weil morgen ist das Sonntag und danach kommt der Montag. Und wenn das mein Lebensziel ist, dann müssen wir erstmal länger miteinander arbeiten, würde ich sagen. Ich glaube, jedem fällt sofort auf, dass das eigentlich nicht das Lebensziel sein kann, dass das nicht das Leben für mich führen möchte, dass das so unglaublich weit weg von einem kraftvollen, von einem erfüllten Leben ist, auf das ich dann am Ende, wenn ich mit 80, 90, 70, wann immer im Bett liege, kurz vorm Exodus, sagen kann, das war mein Leben und das war einfach nur geil. So, der erste Punkt, den wir also machen, ist, welches Leben möchtest du für dich selber persönlich führen? Das ist die erste Frage. Dann vergleiche es mit dem, was du jetzt hast. Bist du damit zufrieden? Die meisten werden feststellen, das sind sie nicht. Also muss ich was daran verändern. Und verändern kann ich es nur, wenn ich, nicht Herr Müller oder Frau Kunz oder wer auch immer, wenn ich mich persönlich dafür entscheide. Also die Entscheidung ist der wichtige Punkt. Erst kommt die Akzeptanz. Zu verstehen, dass ich dieses Leben, wie ich es jetzt habe, so eigentlich nicht weiterführen möchte. Dass ich unterdurchschnittlich sein möchte. Sondern, dass ich es auch verdient habe, das Leben zu führen, das ich mir wünsche, das ich mir erträumt habe. Und wenn ich diesen Punkt akzeptiert habe, dann kommt die Entscheidung. Sehr, sehr interessant. Du hast vorhin mal angesprochen, es gibt immer den einen Mentor oder den einen Coach, den man immer in Erinnerung hat. Wie war das bei dir? Wer war dein Coach? War das in der Soldatenzeit? War das vorher? War das vielleicht schon in der Kindheit? Wann hast du für dich jemanden entdeckt, wo du sagst, er hat für mich meinen Weg geebnet, meinen Weg angeleitet? Das war noch nicht mehr in der Soldatenzeit, das war viel, viel früher. Wie vorhin schon gesagt, war meine Jugendzeit oder Kindheit nicht unbedingt grandios, um es vorsichtig auszudrücken. Ja. Und ich war da schon auf der Suche zu verstehen, wie Menschen halt einfach denken, wie das funktioniert, warum Menschen das tun, was sie tun. Und ein unglaublich wundervoller Mann, mein bester Freund, nebenbei auch noch mein Trauzeuge geworden vor kurzem. Der hat mir damals einfach nur in die Augen gesehen und hat gesagt, ich möchte mich mal einfach nur mal eine Stunde mit dir unterhalten. Ich dachte mir, okay, ja, ich war damals auch schon aufgeschlossen für Informationen. Und im Rahmen unseres Gespräches, dem folgen dann noch viele, viele weitere, dem folgen gemeinsame Unternehmungen. Wir sind zusammen die kroatischen Inseln abgesegelt. Wir haben unglaublich viel zusammen unternommen. Und in all dieser Zeit hat er mir wirklich erstmal die Augen geöffnet, zu verstehen, warum wir so sind, wie wir sind, wie unser Hirn funktioniert, warum wir uns so viel auf Negatives funktionieren, auf Negatives stürzen. Und das war genauso. So ein Charaktermensch, dem du immer zugehört hast. Also ich hing also an seinen Lippen. Wir sind abends bis morgens um 1 oder 2 bei ihm
zu Hause gesessen an seinem Tisch, jeder mit einer Tasse Tee und haben uns stundenlang einfach nur unterhalten. Und ich habe dann irgendwann noch angefangen, das Ganze erstmal aufzuschreiben. Ne? Er hat auch wahnsinnig schnell geredet, dann groß ausgeholt und ich sage, warte mal, ich muss es. und ich habe von diesen Menschen so unglaublich viel, nicht nur was das Wissen angeht, gelernt, sondern auch Emotionalität spüren dürfen. Das war, ja, das war der wesentliche, ich sag mal, der wesentliche Mensch, der in mir das ausgelöst hat, auch anderen Menschen das Ganze weitertragen zu wollen. Der mir dieses Wissen vermittelt hat und dieses Feeling dafür, was für einen unglaublichen Mehrwert es bietet, wenn du mit dem, was du weißt, anderen Menschen helfen kannst. Das ist ein Gefühl, das ist einfach unbeschreiblich gut. Sehr interessant. Du hast gerade über deinen Mentor gesprochen, der dir den Weg geebnet hat, dass du ungefähr weißt, in welche Branche du gehen möchtest. Gab es auch eine Person, die dich wirklich für dein Business inspiriert hat, wo du sagst, okay, er hat mich wirklich dazu gebracht, dass ich den Beruf, den ich heute ausübe, mache oder ich habe es bei ihm abgeschaut oder muss keine Person sein, die du jetzt persönlich kennst. Das ist einfach immer interessant zu sehen, an wen halt ein Coach sich. Finde ich persönlich immer sehr, sehr wichtig zu wissen, weil man sieht, guckt sich immer gerne was ab. Ja, na klar. Den gab es auch. Das ist auch jetzt noch gar nicht so lange her. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich war, was das Business in dem Bereich angeht, ein Depp. Wirklich ein kompletter Depp. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man mit der Hilfe für andere Menschen auch wirklich ein Berufsfeld hat, von dem man auch leben kann. Also das war für mich, keine Ahnung, ich habe noch da nie drüber nachgedacht. Und ein unglaublich großer Mensch in diesem Bereich für die Hilfe von Menschen, für Emotionalität, wie auch für das Business, war Tony Robbins. Und ich glaube, muss ich dir jetzt nicht erklären, wer Tony Robbins ist. Jeder, der in dem Bereich tätig ist, der weiß das. Der Zweite, der hier in Deutschland noch ansässig ist, von dem ich schon viel gelernt habe und im Dezember auch zu ihm gehe, um mich von ihm ausbilden zu lassen. Ich freue mich unglaublich darüber, ist Jürgen Höller. So, der ist diese Erfahrungen, die dieser Mensch gemacht hat. Ne? Wirklich vom Steinaufstieg bis zum tiefen Fall und wieder danach zum neuen Aufstieg, ne? Mit seinem hier Buch und immer wieder aufstehen. Das ist unglaublich inspirierend. Und auf das Seminar und auf die Ausbildung bei ihm, da freue ich mich schon wirklich unglaublich. Also für mich aus könnte es schon Dezember sein. Das glaube ich. Aber es ist immer schön, ein Ziel zu haben und man freut sich wieder drauf. Auf jeden Fall. Thomas, du hast in diesem Beruf, den du ausübst, immer eine sehr große Konkurrenz. Das Coaching ist in letzter Zeit immer begehrter geworden. Jeder möchte Coach sein für irgendwas, aber in deinem Fall ist es ja wirklich so, dass du eine gewisse Vorerfahrung mitbringst und wirklich die Leute an die Hand nehmen kannst und sagen kannst, hey, ich zeige euch, wo es hingeht. Jetzt ist die Frage aber für jemanden, der vielleicht nicht gleich die Möglichkeit hat, den Coach zu erkennen und sich aber auch nicht über den Tisch ziehen lassen möchte, welche Tipps und Tricks kann man so einem Menschen an die Hand geben, dass er seinen Coach ein wenig durchschaut, dass man nicht gleich mit dem nächstbesten Coach eine Vereinbarung eingeht und am Ende Tausende an Euros verliert sozusagen. Man möchte ja wirklich eine Hilfe, eine Dienstleistung und genauso wie wenn man das Werkzeug eines Kfz-Mechatronikers anschauen kann und erkennen kann, wie gut er ist, kann man bestimmt doch auch bei einem Coach was rausschauen. Das gibt es in der Tat. Es ist schwieriger geworden, gerade in letzter Zeit ist es unglaublich schwierig geworden, denn auf Facebook, Instagram, jeder verteilt ein Gratisbuch, jeder hat sein Gratis-Webinar und jeder lädt dich ein zum kostenlosen Beratungsgespräch. So. Wo du dann aber nicht mit dem Menschen selber telefonierst, sondern mit jemandem, der dich erstmal vorqualifiziert. Was bedeutet vorqualifizieren? Das bedeutet nicht, ist das einer, mit dem wir so wirklich zusammenarbeiten können? Also ich sage mal, bei den Coaches, die du jetzt angesprochen hast, ich nenne sie immer Walden-Wiesen-Coaches, sondern hat der überhaupt die Kohle, kann er die investieren? Ja, okay, Haken dran, nehmen wir. Ja, und das macht es halt schwierig. Viele unglaublich gute Coaches, die aber auch ein Team haben,
Die haben auch ein gutes Buch geschrieben. Da läuft das dann genauso ab. Da ist der Hintergrund dann aber wieder ein anderer. Und deswegen ist es wirklich, wirklich unglaublich schwer. Wann immer du die Möglichkeit hast, mit einem Coach zu sprechen, ja, nicht mit seinem Vorzimmer, sondern wirklich ein Kennenlerngespräch mit deinem Coach, den du buchen möchtest, zu sprechen, erkennst du diesen großen Unterschied an der Art, wie er mit dir spricht. Viele labern dich erstmal dicht. Wenn dir jemand helfen will, dann kann er dich nicht erstmal dicht labern, sondern er möchte erstmal wissen, was ist eigentlich genau dein Problem. Das heißt, ein Coach, der sich wirklich auch um dich kümmert, um dich sorgt, dem du wichtig bist, der wird erstmal gar nicht viel reden, sondern Fragen stellen und dich reden lassen. Und dass er dann so einen Eindruck von dir kriegt. Wenn man jetzt schon mehrere, ja, sagen wir, Telefonarien hinter sich hat, dann erkennt man immer, dass die Leute so ziemlich gleich verfahren. Ja, das heißt, dass sie dann sagen, ja, Dienstag Vormittag oder lieber Mittwochnachmittag, ne, dann wird man sich so möglichst schnell auf einen Termin auslegt oder so was wie die Limitierung, zeitliche Eingrenzung, Verknappung ist immer ein ganz, ganz großes Medium. Und das war auch ein Punkt, den haben Walden Wiesen und wirklich grandiose Coaches gemeinsam gemacht. Du merkst aber jetzt mit der Zeit, dass diese wirklich guten Coaches immer mehr davon Abstand nehmen, soweit sie sich distanzieren möchten. Ja? Aber wie gesagt, der wichtigste Punkt ist das erste Kennenlerngespräch mit deinem Coach. Ja? Das Beratungsgespräch mit deinem Coach. Wenn er dir da eine Qualle ans Ohr babbelt, ja, dann ist es vielleicht auch erstmal ein negativer Eindruck. Das Wichtigste oder der wichtigste Punkt, die wichtigste Aufgabe eines Coaches, so sehe ich das zumindest, das ist meine persönliche Meinung, ist nicht, dir neue Türen zu zeigen und dir die Tür aufzuhalten, so nach dem Motto, durchgehen musst du aber selber. Dann der wichtigste Punkt beim Coaching, wenn es nachhaltig sein soll, wenn es wirklich auch auf dich angepasst sein soll, wenn es dir was bringen soll, ist die Frage, wie assoziiere ich dich damit? Oder wie assoziierst du dich damit? Und deswegen gehe ich immer hin und öffne keine Türen, sondern ich setze Anreize, damit die Leute den Kopf nicht nur geradeaus nehmen, sondern auch mal nach links und nach rechts gucken. Selbstständig erkennen, da sind noch andere Türen und sich dann selbst dann für die Tür entscheiden, die für sie die richtige ist. Und nur so hast du auch wirklich diese komplette Assoziation für dich selbst als Coach, also als jemand, der einen Coach bucht. Und das ist zum einen für die eigene Zufriedenheit immens wichtig. Und zum Zweiten natürlich für die Nachhaltigkeit. Sehr interessant. Thomas, wer sind die Menschen, mit denen du am liebsten arbeitest? Ich rede jetzt nicht von den Menschen, wo du sagst, ich würde am liebsten mit denen in einem Raum sitzen und mit denen unterhält man sich am liebsten, sondern mit wem erreichst du die besten Ergebnisse, wo du dann auch selber zufrieden bist, weil du machst es ja auch, um deinen Seelenfrieden sozusagen zu holen. Und das passiert natürlich am besten, wenn du deinen Beruf ausübst und dann auch das erreichst, was du erreichen möchtest. Deshalb die Frage, mit wem arbeitest du am liebsten? Also die Leute, mit denen ich am liebsten arbeite, das sind auch gleichzeitig die Leute, die ich annehme. Ich bin jetzt niemand, der hingeht und der sagt, du hast ein Problem, du musst jetzt daran arbeiten, weil ansonsten wird irgendwann das und das und das und das passieren. Der wichtigste Schritt, dieser erste Vorschritt, ist das, worüber wir vorhin schon kurz gesprochen haben, Akzeptanz. So, das heißt, wenn ich akzeptiert habe, dass ich wirklich etwas verändern möchte, weil ich mit dem nicht mehr zufrieden bin oder mich nicht mehr mit dem zufrieden geben möchte, was ich jetzt habe, sondern weil ich einfach mehr will. So, und das ist dann keine Raffgier oder Habsucht, denn jeder hat das Recht, sich in jedem Bereich weiterzuentwickeln, ob es Beziehungen sind, im emotionalen Bereich, ob es im Job oder finanziell ist. Jeder hat natürlich auch irgendwo den Wunsch zu wachsen, aber jeder hat auch das Recht zu wachsen. So, und wer diesen Punkt schon mal verinnerlicht hat und gesagt hat, das will ich nicht mehr. Ja, ich will nicht mehr so weitermachen, sondern ich spüre, da ist mehr und dieses Mehr, das will ich einfach auch für mich gewinnen, so, egal in welchem Bereich. Die Menschen, die diesen Punkt haben, die diesen Akzeptanzstand haben, das sind die Menschen, mit denen ich arbeite. Gibt es da eine gewisse Altersgruppe oder irgendwelche Qualifikationen, die man mitbringen muss? Oder muss man wirklich nur den Willen haben, Erfolg zu haben oder voranzukommen, die nächste Stufe zu bewältigen sozusagen?
Also all das, ich habe mich mal am Anfang, als ich gestartet habe, eingeschossen so auf, ja, so die Leute, die performen, das sind in der Regel so frühestens 30 bis 40, 45. Und ich habe dann aber festgestellt, ey, dieses Problem, das haben nicht nur die Leute, die in irgendwelchen Vorständen sitzen oder irgendwelche schon mal auch erfahrene Ausbilder, sondern das haben auch ganz junge Menschen, so mit 18, die anfangen in den Semesterferien ein Praktikum zu machen, so als Assistenz der Geschäftsleitung zum Beispiel. Und dort auch schon Projekte vorstellen dürfen, zum Beispiel. Und diese Eingrenzung, die ich mir davor gesetzt habe, es war schön, dass ich sie mir gesetzt habe. Nach ein paar Monaten habe ich festgestellt, das war absoluter Bullshit. Also der wichtigste Punkt ist halt wirklich, wie schon gesagt, diese Bereitschaft und diese Akzeptanz. Erstmal wirklich etwas verändern zu wollen. Und natürlich, das ist klar, das ist logisch, wir reden von einem Business. Ja? Und da gibt es auch Es gibt auch viele Menschen, die dann sagen, ja, Coaching, das ist so teuer. Ja, aber du musst dir mal vorstellen, warum ist das so teuer? Oder warum ist es teurer als vielleicht irgendeine andere Dienstleistung? Wenn ich dir jetzt sage, komm, wir verändern zusammen dein Leben für 50 Euro, wirst du erst sagen, jo, cool, bin ich dabei. So. Wie stark ist aber dann deine Motivation, das, was ich dir mit an die Hand gebe, wirklich umzusetzen? Eher weniger. Ja, dann ist es... Ja, es sind da 50 Euro, so nach dem Motto, schauen wir mal, ja, wir probieren es halt mal. Wenn es nicht klappt, ja, dann ist nicht viel verloren. So, deswegen kosten Coachings jetzt aber, sagen wir, dass die Spanne ja wirklich von 1.000 bis 15.000 komplett nach oben, alles offen, ja, nicht, je nachdem, in welchem Bereich du gehst. Weil es auch etwas sein muss, was spürbar ist, damit du umso mehr die Motivation hast, wirklich auch anzugreifen und etwas verändern zu wollen. Und im Endeffekt gewinnen dann beide. Ich meine jetzt gar nicht das Finanzielle, das der Coach und dir verdient, das meine ich gar nicht. Sondern das beste Gefühl, was du als Coach hast, also als wirklicher Coach, als echter Coach, ist zusammen mit deinem Coachy zu wachsen. Und es gibt da so die Meinung aus der Schulpsychologie. Ich meine, ich habe ja auch unglaublich viel gelesen, was das angeht. Und das hatten wir auch auf verschiedenen Lehrgängen, auch als Ausbilder. Da bist du ja auch Ansprechperson für deine Menschen. Und wenn dann Leute mit Ängsten und Sorgen und Nöten auf dich zukommen oder mit Problemen, war immer hier dieses, ja, aber denk dran, ne? Distanzier dich immer. Und ich habe angefangen, wirklich habe angefangen, das zu tun, aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt. Weißt du? Und so dieser, das schönste Gefühl, was du wirklich hast, ist, wenn jemand mit einem Problem, was ihn wirklich belastet, zu dir kommt. Ja? Und du dich dann, und so mache ich das, nicht so zu 100%, sondern zu 200% in diese Person hineinversetzt, mit dieser Person dann arbeitest und du zusammen aus der Depression heraus, aus dem Negativen heraus, in etwas unglaublich Schönes transformierst. Mit dieser Person gemeinsam wächst und du spürst, wie diese Person sich jeden Tag immer geiler fühlt und du das miterleben kannst, ja, weil du einfach empathisch so in dieser Person drin bist. Und das ist für beide Seiten einfach ich kann es gar nicht beschreiben, es ist ein unglaublich wunderschönes Gefühl. Und das ist somit ja auch mit ein Grund, warum ich das tue, was ich tue. Ich habe eine abschließende Frage, obwohl ich glaube, dass ich jetzt die Antwort kenne. Und zwar, was bedeutet für dich denn Erfolg? Wir haben uns jetzt die ganze Zeit über Erfolg anderer Leute unterhalten, aber was bedeutet für dich wirklich Erfolg? Erfolg. Also im Wesentlichen eigentlich nie stillzustehen. Ja? Mal so ein Beispiel, Michael Schumacher oder Boris Becker. Ja, als Michael Schumacher, ich weiß gar nicht, seinen sechsten oder fünften WM-Titel geholt hat. Oder als Boris Becker in Wimbledon gewonnen hat. Da wurden sie interviewt und da kam die Frage, wie fühlen sie sich jetzt? Ich habe es nur so leicht im Hinterkopf, deswegen muss ich es jetzt ein bisschen zusammenbasteln. Aber die Reaktion von den beiden, die war alles andere als positiv oder schön. Ja, ich glaube, Boris Becker war es sogar, der angefangen hat zu weinen und dann einfach weggegangen ist. Das heißt, die waren so weit, so tief unten, so, waren in einer Depression drin, wo du dir denkst, hey,
der Macker, der hat doch gerade alles erreicht, was er wollte. Und genau das ist der Punkt. Wenn du wirklich das erreicht hast, was du erreichen wolltest, kein nächstes Ziel mehr hast, nicht mehr, kein Grund mehr hast zu wachsen, dann stagnierst du. Und das ist für dich, für dein Mindset, für dein Business, für deine Gefühlslage der Tod. Ja? Und deswegen ist für mich immer der wichtigste Punkt, Erfolg ist es immer nächstes Ziel, Milestones zu setzen. Ja? Immer weiter, immer zu überlegen, hey, was könnte ich jetzt tun? Erfolg ist es genau, in diesem Zustand, in dem ich mich so unbeschreiblich gut fühle, weiterleben zu dürfen. Und ich sage wirklich dürfen bewusst. Denn ansonsten sind wir an dem Punkt, an dem wir absolut, absolut nicht sein möchten. Weißt du, unser Hirn, unsere Gedanken. Ja? Dieses Ding wiegt im Schnitt 1,4 Kilogramm. Ja? Und verarbeitet pro Sekunde 100 MB pro Sekunde. Da kannst du 500 Mal Alice im Wunderland lesen, dann hast du 100 MB so um den Dreh. Aber das Ding ist auch 2 Millionen Jahre alt. Und es wurde nicht dazu entwickelt oder konstruiert, um uns glücklich zu machen, sondern um uns am Leben zu erhalten. Also uns selber zu erhalten. Das ist die Uraufgabe. Ja, und gerade in der Bereich des Unterbewusstseins, da spricht man immer vom limbischen System. Ja, da gibt es verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Das ist im Wesentlichen für alle unterbewussten Handlungen, ne? Herzschlag, Atmen, aber auch für Gefühle und Emotionen zuständig. Und wenn du halt eben zulässt, dass dein Unterbewusstsein dich andauernd dominiert, dann wirst du irgendwann wirklich an diesem Punkt kommen, an dem du anfängst zu stagnieren. Also der wichtigste oder der schlimmste Faktor da drin, der sich ganz stark auf uns auswirkt, das nennt sich Amygdala, das ist das Angstzentrum. Und dieses Angstzentrum, das guckt immer, was für Gefahren prasseln gerade auf mich ein, was könnte mir gerade irgendwie in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden. Und projiziert das dann permanent in unser Bewusstsein. Und das ist auch der Grund, warum wir immer schlechte Nachrichten konsumieren, by the way. Ja, weil wir immer gucken, welche Gefahr könnte es eventuell auf irgendeine Art und Weise auf uns einhämmern. So, und Erfolg ist es, wenn ich mich nicht davon dominieren lasse, sondern gepaart mit dem, was ich davor gesagt habe, wirklich bewusst in diesem Zustand zu leben, in dem ich weiß, okay, es wird immer in irgendeiner Art und Weise für mich weitergehen, also in dem, was ich tue, weil ich das liebe, was ich tue. Und ich bin immer dazu bereit, alles dafür zu geben, nicht zu stagnieren, sondern weiter an meinen Zielen zu arbeiten, mir neue Ziele zu suchen, um weiter einfach das zu tun, was ich liebe. Vielen, vielen lieben Dank, Thomas. Ich denke, alleine dieses Interview kann dem einen oder anderen Coach sogar noch eine Lehre sein. Wir haben schon viel lernen dürfen in diesen 30 Minuten. Und für alle Leute, die jetzt noch mehr von Thomas erfahren möchten oder besser gesagt, die Hilfe von Thomas in Anspruch nehmen möchten, unten in der Beschreibung findet ihr alle Kontaktinformationen und könnt euch direkt mit ihm auseinandersetzen. Ich denke mal, du bist offen für Kontaktanfragen und die Leute können sich auch vorbereiten, auf ein gutes Coaching vorbereiten. Meinerseits bedanke ich mich, dass du mein Gast gewesen bist und dass du uns so viele Informationen gegeben hast, Thomas. Ich übergebe dir noch einmal das letzte Wort und wünsche dir dann einen schönen Tag noch und vielen lieben Dank nochmal. Ja, erstmal vielen lieben Dank an dich. Auch danke, dass ich hier bei dir sein durfte. Das war unglaublich schön. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand die Fragen einfach affengeil. Das ist noch gar nicht ganz salopp zu sagen. Abschließend habe ich eigentlich nur einen Satz und das ist auch ein Zitat von Tony Robbins. Und das war ein Satz, der mich unglaublich geprägt hat. Und das war: Life is always happening for us, not to us. Also das Leben geschieht immer für uns und nicht zu uns, auf uns ein und auf uns einprasseln. Und das ist der Kernpunkt, der Kernsatz, der die Basis für jede Veränderung bildet. Vielen lieben Dank. Für alle, die zugeschaut haben, vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.